Servus miteinander, das ist der Martin. Ich darf euch heute die neue GoTorch X vorstellen. Nachdem ich die Lampe ja gestern schon in der Nacht ausprobiert habe, zeige ich euch alles so ausgepackt. In der Schachtel ist natürlich alles schön und sicher verpackt, wenn ihr das bekommt. Als erstes die Lampe selber, die ist Single-LED und hat einen riesengroßen Taster oben drauf. Das heißt, leicht zu bedienen, leicht zu finden. Es gibt drei Helligkeitsstufen. Es gibt ein 100 Lumen Tagfahrlicht. Mir hat es ehrlich gesagt zum Langsamfahren in der Nacht im Wald auch absolut ausgereicht. Dann gibt es einen 1000 Lumen Modus, der schafft 450 Minuten Laufzeit. Und das ist möglich, weil in diesem Battery Pack, der hier separat angeordnet ist, das Ganze mit 14 Volt versorgt ist und die vier Akkus, die da drinnen sind, haben eine Leistung von knapp 65 Wattstunden. Das ist ganz erklärlich. Wie man das montiert, zeige ich euch auch gleich in einem kurzen Videoausschnitt. Mit dabei ist natürlich die Halterung, dann nach diesem GoPro-Standard. Das Ganze wird auch, das Zubehör gibt es in so einer schönen Box. Zur Akkumontage gibt es zwei Gummiringe mitgeliefert, die recht massiv sind und damit sollte man das auch auf jedem Rahmenmodell montieren können. Noch dazu ist so ein USB-C-Ladekabel, also zum Aufladen. Der Stecker verbirgt sich hier auf dieser Kabelpeitsche und kann auch im Betrieb verwendet werden. Also ihr könnt ganz easy das Ganze auch als Powerbank-Funktion verwenden und bei dem Ladekabel einfach den Adapter abziehen. Und dann könnt ihr damit euer Handy aufladen, euer Navi oder was ihr auch sonst benötigt. Strom ist ja reichlich vorhanden. Wie gesagt, 1000 Lumen für 450 Minuten aus dem dicken Powerpack raus. Zusätzlich kann man dann noch 2000 Lumen freischalten. Das wird dann nach 5 Minuten reduziert auf 1300 Lumen aus Hitzegründen. Natürlich, je besser das Ganze gekühlt ist, können sich die Zeiten ein bisschen verschieben. Also 1300 Lumen für 230 Minuten und zum Schluss noch einmal 50 Minuten bei 1000 Lumen. Also das ist schon irre. Ich glaube, ich habe euch den Daylight-Modus unterschlagen. Die 100 Lumen haben eine Laufzeit von 89 Stunden. Das ist also echt viel meines Erachtens. Wie die Montage auf meinem Fahrradl abgelaufen ist, zeige ich euch in einem Video und dann auch ein paar Nachtaufnahmen. Gummischlaufen einhängen. Irgendwo am Rahmen verstecken, wo es nicht im Weg ist. Zweite Seite hängen und fertig. Zum Schluss kann man sich noch schauen, ob man links oder rechts mit dem Stecker vorbeigeht. Die Montage am Lenker ist auch easy. Gummiadapter drauf, damit nichts zerkratzt wird. Die Aluminiumschelle ungefähr positionieren. Den Halter, den kann man nach links oder rechts schauen lassen, je nachdem wie es einem lieber ist. Imbusschraube rein und festziehen. Als nächstes bekommt die Lampe selber rein. Auch da Schraube und festziehen. Alles keine Hexerei. Dann noch das Kabel, damit es nicht herumbaumelt, befestigen oder mit diesen blauen Gummiringerl zusammenhängen und an den Akku anschließen, wenn man natürlich die richtige Ausrichtung des Steckers erwischt. Fertig. Hier habe ich das Ganze mal außermittig und nach oben schauend montiert und durch die GoPro-Montage kann man sich das einstellen, wie man möchte. GoTorch X, die 100 Lumen Tagfahrlicht, 1000 Lumen und die 2000 Lumen Helligkeit. Doch wieder ein bisschen aufgehoben, ein bisschen höher, 1000 Lumen und 2000 Lumen.
ein Helligkeitsvergleich noch auf einem kleinen Waldweg. GoTorch X mit den 100 Lumen nach unten gerichtet. 100 Lumen nur ein bisschen höher, da tut sich natürlich nichts. Die 1000 Lumen nach unten gerichtet. 2000 Lumen gegenverkehrsfreundlich. 1000 Lumen aufgehoben. Man erkennt, das Zentrum geht jetzt quasi horizontal raus. Und 2000 Lumen bei der GoTorch X quasi im Mountainbike-Modus. Wenn man runterkommt auf die Straßen, geht man es gern wieder ein bisschen nach unten. GoTorch X, 100 Lumen. 1000 Lumen. Man kann auch da ein bisschen aufs Feld rüber sehen. Und 2000 Lumen Helligkeit. Das ist schon arg viel. Das ist jetzt die GoTorch X in 100 Lumen und ich fahre mir da ungefähr 50 Meter Fähre. Also die 100 Lumen reichen zum gemütlich fahren auf jeden Fall aus. So, jetzt machen wir die Lichter in der anderen Reihenfolge. Jetzt die GoTorch X. 100 Lumen, 1000 Lumen, 2000 Lumen und jetzt zum Spaß leuchte ich einmal da so quer ins Feld hinein. 1000 Lumen, jetzt kommen dann gleich die Nachbarn und schimpfen mich. Und 2000 Lumen, wenn ich sie da aufhebe, damit ich nach oben leuchter, kann ich da das ganze Feld ausleuchten. Das ist eine irre Helligkeit. Aber zum Probieren jetzt einmal Viverin in der hohen Helligkeitsstufe. Und auch das reicht natürlich absolut zum Radeln aus. Wenn man so wie ich Pensionisten radelt, ist es allemal hell genug und man erkennt auch locker, was sich links und rechts im Weg so tut.